Ja, ein herzlich willkommen zu Banished, einer neuen Folge von mir. Ich möchte dir neun Errungenschaften jetzt mal vorstellen. Ich mache gerade mal ein wenig leiser. Und zwar hat sich hier einiges geändert. Mittlerweile wohnen die Leute nahe ihrer Arbeitsstätte, sprich Steinmetze, Bergarbeiter etc. und nicht wie in den Vorgängermodellen vorm Patch, dass sich von Westen nach Osten oder umgekehrt irgendwelche Leute zu den Arbeitsplätzen verhungert sind. So, wie ihr seht, wir haben hier einiges aufgebaut, haben mittlerweile, wie viele Siedler haben wir überhaupt? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Wir haben 154 Siedler, 19 Schüler und 29 Kinder. Eine Schule musste ich leider Gottes abreißen wegen meinem Marktplatz hier oben. Ändert sich natürlich auch gleich, weil ich jetzt hier noch ein paar Verkäufer einstellen werde. Ich kriege alle Nase lang immer wieder irgendwelche Anfragen von euch. Wie funktioniert das mit dem Marktplatz? Also, der Marktplatz sammelt im Endeffekt aus den ganzen Warenhäusern hier, aus den ganzen Lagerhäusern, die Ressourcen auf, sammelt diese hier und dort werden sie quasi verkauft und verteilt. Er spart uns einiges an Arbeit, neue Lagerhäuser zu bauen. Ersetzt natürlich nicht die konventionellen Lagerplätze wie hier. Ja, Moment, ich mache noch mal ein wenig leiser. Ich hoffe, das funktioniert. Ich persönlich spiele immer mit diesen beiden Anzeigen hier, weil man da sieht immer ganz so schön, wo noch Leute fehlen, zum Beispiel ein Jäger ist gestorben, also ersetzen wir diesen. Ich habe hier noch jede Menge Luft bei den Bergarbeitern, ne? Ist ja auch kein Wunder. Ich habe ja hier zwei Minen. Eine Mine für eigentlich Eisen und eine Mine für Kohle. Aber da ich hier beim Eisen noch nicht mal annähernd bei 700 bin, habe ich gemeint, gut, okay, helfen wir der mal ein bisschen auf 600 zu kommen zumindest. Ups. So. End vom Lied ist. Ja, bei Banished hat sich einiges geändert. Ich habe hier auch ein paar Mods eingebaut, wie mehr Terrain, mehr Holz in den Lagern, Steine, die respawnen. Also, da hat sich einiges getan hier mittlerweile bei Banished. Und meine Lebensmittelvorräte sind bald knapp. Na gut, wir haben noch 700, das ist noch in Ordnung. Ich würde aber gerne irgendwie noch ein wenig Frühsommer riskieren wir es. 2, 4 riskieren wir. Die haben nur drei Arbeiter. Was hat man von hier an her ab? So, setzen die Priorität hier bei den beiden Häusern hoch. Ja. Das geht hier unter den Toolfenster und Statistiken kann man es wunderbar machen. Da hat man hier ein Pfeilchen Priorität erhöhen. So, jetzt haben wir zwar 10 Obdachlose hier rumhüppen, aber das hat sich hoffentlich bis im Winter erledigt. Ich weiß gar nicht, warum die so weit rennen. Die haben eigentlich Eisen, Holz und Stein alles hier. Aber na gut, okay, lass sie rennen. Joa, wir haben zwei Lager. Einmal für hier unten hier die kleine Siedlung, die eigentlich ausschließlich aus Holzhäusern besteht. Dann die haben wir hier oben für die zweite Siedlung sozusagen auch noch einen Marktplatz. Mein Kräutersammler, der ist auch fleißig dabei. Der hat joa, nicht allzu viel produziert momentan, weil der hat sein Limit schon erreicht. Da können wir noch mal einer höher machen, auf 500. Egal, soll er sammeln. Je mehr, desto besser. Hier unten in der Kleinsiedlung ist natürlich auch meine. Oh, da fehlt ein Lehrer. Nein, da fehlt kein Lehrer. Da ist ein Obdachloser drin. Achso, okay. Hier unten haben wir natürlich auch meine Bierbrauerei, mein Wirtshaus mit sage und schreibe 10 Bier aus Pflaumen. Das schmeckt wahrscheinlich auch dementsprechend. Keine Ahnung. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir unsere 200 Leute geknackt kriegen. Aber in erster Linie müssen unbedingt diese beiden Häuser hier fertig. Vorm Wintereinbruch, sonst erfrieren mir die Leute.
Ja, wie ihr seht, der erste Friedhof hat schon gefüllt. Fast quasi. Und er hat 45 Besucher in der Kirche. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und hier ist mal eine nächste kleine Steinsiedlung. Die anderen Häuser werde ich Stück für Stück erweitern. Erstmal hier die Steinstraßen. Dass die Leute nicht immer unbedingt im Dreck rumrennen müssen. Ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Wollt ihr ja auch nicht im Endeffekt. Gut, als Kind ist es was anderes. Da spielt man gerne mal Matsche und Schlampe und Prampes. Keine Ahnung. Aber wenn man doch etwas gebildeter ist, ja, sollte man davon ausgehen, dass man nicht mehr auf mit Stein, mit Feldwegen arbeiten sollte. So, hier haben wir natürlich ein schönes Eisenlimit. Das haben wir gleich wieder erreicht. So, das stecken wir jetzt ins Bergwerk rein. Alles bis auf einen. Weil einen Arbeiter sollte man immer haben. Falls einer sterben sollte, rutscht dieser automatisch denn in den freistehenden Beruf rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir Spätherbst. Ich baue jetzt nichts mehr großartig auf. Hier oben haben wir natürlich noch ein Peanutfeld. Ne? Das Problem ist bei den großen Feldern, die brauchen knapp 2 Jahre, bis sie überhaupt ertragsreif sind. Ja? Deswegen habe ich hier auch so viele Felder. Ein Peanutfeld und 2, 3 Pflaumenfelder. Ne? Dafür dementsprechend sind diese auch sehr ertragreich. Meine 2 Fischerhütten hier, die produzieren auch Essen ohne Ende, knapp 1000. Die eine Hütte und die andere Hütte hat schon über 1000 letztes Jahr. Also es lohnt sich definitiv. Eine Nahrungslimit habe ich von 8000. Da kann man doch schon mal von, ja, Glück reden. Ups, da ist meine Bildrate eingefroren. Von Glück reden, dass sich hier alles zum Guten wendet. Ja, schreibt doch mal zu den Kommentaren, was ihr gerne von mir sehen wollt, was ich noch zu bauen habe, was euch interessiert, wie was funktioniert. Klamotten bin ich leider nicht so gut ausgestückt, bestückt, gut wie sich hier feststellt, fehlt es dem irgendwie immer an Leder. Ah, 18, ich habe mehr Einwohner wie Leder, aber das ist auch nicht so tragisch. Verkäufer fehlen noch 14 Stück für diesen Markt hier. Aber da lässt sich drüber reden. Das kriegen wir auch hin. Meine Gesundheit ist komischerweise wieder runter. Warum auch immer. Vielleicht sollte ich noch einen Onkel Doktor hinsetzen. Was macht die Auslastung von dem hier? Nein. Ich habe keinen einzigen Patienten, also sind sie eigentlich noch zufrieden. Zufrieden sind sie, aber die Gesundheit, die geht bergab. Warum auch immer. Hier sind meine Steinhäuser mittlerweile fertig gebaut. Ne, noch hier. Ne, da funktioniert das. Und dann passt das eigentlich auch. So, dann gehen wir hier nochmal ein ins Bergwerk rein. Bergwerk nicht, lieber als Verkäufer. Hat man mehr von. Ja, das ist so eine kleine Siedlung, die ich mir jetzt mal aufgebaut habe, um im Laufe der Zeit einfach mal ein bisschen Fortschritt zu haben, um euch zu zeigen, wie was funktioniert. Wann sollte man am besten Holzhäuser in Steinhäuser umwandeln? Wie funktioniert das mit den Laufwegen oder mit den ganzen Obstplantagen hier? Die Sammler sind übrigens auch sehr, sehr hilfreich hier, diese Sammelhütten. Man sieht, die produzieren Essen ohne Ende. Na gut, wer isst unbedingt Wurzeln? Ich bin kein Freund von. Einmal probiert und nie wieder. Ja, da meckern sie wieder über meine Lebensmittel. Aber gut, okay, kann man mit leben. Ja, das nächste Projekt, was ich mir vorstelle, ist, ich baue hier die Hauptsiedlung mal in Steinhäuser um. Das sind nicht viele Häuser. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, ja, knapp 10, 15 Häuser. Oder plus, minus 5. Spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall, dieses werde ich jetzt in Angriff nehmen. Holzhaus. Man braucht pro Umbau immer 2 Personen. Die habe ich aktuell nicht. Deswegen werde ich auch nicht immer so viele Häuser umbauen können. Jetzt haben wir wieder 5 Obdachlose da rumhüppen. Setzen wir die Priorität mal ein bisschen höher. Dass die auch nicht sterben, wenn es sein muss. So.
Hier haben wir das besagte Rathaus mit einem schönen Friedhof hinten dran, wo ja, typisch zwei Leute schon leben. Ne? Nomadenanfragen haben wir hier keine, warum auch immer. Meine Handelsgüter sind eigentlich ganz gut. Diagramme, was haben wir hier? Erwachsenenarmee 100, Bevölkerung fast die 150 geknackt. Schüler, oh, liegen wir im guten Mittelmaß. Ja, was haben wir im Lager? Kein Bier, Eisen, Fisch, jede Menge Kräutergedöns. Und ja, das kommt eigentlich ganz gut. Ja, genau. Dann gucken wir einfach mal, dass wir da unsere Lager mal voll kriegen hier. Unsere 700 Kohle und Eisen und lauter so ein Gedöns. Aber in erster Linie bauen wir jetzt erstmal hier die Steinhäuser hin. Ja, wie man sieht, hier ist ein Obstgarten Pflaume. Aktuelle Betrag sind 23%, 24% steigend. Ja, da sieht man auch diese kleinen lila Pünktchen, die Pflaumen an den Bäumen. Ja, ja, hier haben wir die Peanuts. Die sieht man natürlich jetzt leider nicht. Schade, schade. Ja, und hier die ganz normalen Maisfelder, große Kürbisse etc. Und was man da so alles schimpft. Eine Hühnerfarm. Haben wir 13 Hühner und die produziert, was produzieren die denn? 150 Eier und 60 Hühnerfleisch. Letztes Jahr allein schon. Hier schiebt schon wieder jemand Hunger. Was bist du für einer? Beruf Bauer. Okay. Stahlwerkzeug, trinkt nach Nahrung. Der rennt jetzt hier runter, so blöd der wie er ist, hier runter in seine Wohnsiedlung, beziehungsweise an den, ja, hier an den Marktplatz. Rennt dahin wie ein Geisteskranker und jetzt hat er keinen Hunger mehr. Weil hier unten wird nämlich Nahrung verkauft. Nicht mehr in den Lagerhäusern, es geht alles von den Lagerhäusern hier runter in den Marktplatz. Und dort wird verteilt, verkauft, da kann jeder hingehen und hinkommen, wie er es braucht. So, später Frühling, da könnte man theoretisch gleich, wenn die Häuser hier fertig sind, noch zwei machen. Ah, der ist fertig, da machen wir noch eine heraus, komm. So, wenn der fertig ist, bauen wir noch einen, später Frühling, das schaffen wir, da kommt ja noch ein Sommer dazwischen. Ja, komm, werd fertig. Hä? 97%, ja, wird doch langsam, guck, und da steht's. Jetzt bauen wir noch eine. Da haben wir auch hier unsere Leute. Wer ist jetzt schon wieder tot? Ist verhungert. Jawohl. Da ist noch jemand verhungert. Ein Bauer. Ihr könnt Bauer bitte schön verhungern. Das ist die große Frage. Wie können Bauern verhungern? Keine Ahnung. Hier habe ich jetzt mal den Verfolgermodus an. So, und schon wieder ein Bauer verhungert. Der wieder, hüpser. Männers, ihr macht einen fertig. So. Was bist du? Du hast die Kapazität erreicht. Okay. Das heißt, wir müssten hier eventuell dieses kleine Plätzchen, obwohl ich dem Forsthaus dann alles wegnehme, dieses kleine Plätzchen eventuell noch eine Schule setzen. Was haben wir hier? Wir haben hier wieder zwei dazu gekriegt. Setzen wir noch eine Schule dazu. Genau hier in die Mitte, auch wenn es jetzt nicht so prickelnd aussieht. Warum hat er Hunger? Warum haben die dann Hunger? Weil das ein Kind ist, als Jäger und ein Bauer. Übrigens unter 15 Jahren, unter 16 Jahren gilt das als Kinderarbeit. Sollte man nicht unterschätzen, aber hier bei Banished spielt das keine Rolle. Jetzt haben schon zwei Leute Hunger, warum auch immer. Ah, ja, das ist ein Obdachloser. Okay. Gut, da werden wir die Priorität hier wieder höher setzen müssen, sonst verhungern sie mir. Ja. So, sechs Stück. Und hier gehen wir. Haben wir hier noch irgendwo was, was fehlt? Nein, okay. Jetzt nicht mehr. Ein Arbeiter ist verhungert. Na gut, okay. Soll vorkommen. Und wer ist noch verhungert? Ein Kind ist verhungert. Schlechte Angewohnheit. Aber wir sind hier bei Banished und nicht in irgendeinem dritten Reichland. Wo sie gerne leider Gottes verhungern, weil die Politik da ja nicht so prickelnd ist, sondern sich lieber die eigenen Taschen vollhaut. Anstatt erstmal was im Land zu ändern. Ein Bauer ist verhungert. Okay, da muss ich jetzt langsam ein bisschen aufpassen. Die meisten verstehen es einfach nicht, wenn es der Bevölkerung gut geht, dass es den Politikern im Endeffekt auch gut geht.
Ja. Sagen wir es mal so, wie es ist. Die stopfen sich die Tasche voll. Länder spielen keine Rolle. Das gibt genug arme Länder, leider Gottes. Die stopfen sich die Tasche voll und ja, der Bevölkerung geht es nicht gut dementsprechend. Ja. Das Spiel zeigt eigentlich ganz gut und schön und deutlich, wie schwer es ist, eigentlich eine zufriedene Bevölkerung aufzubauen, beziehungsweise ja, eine Bevölkerung aufgebaut zu haben und diese auch dementsprechend hochzuhalten. Darf man nicht unterschätzen, der ist jetzt schon wieder tot. Ein Bauarbeiter ist tot, okay. Sollte man nicht unterschätzen, ist nicht zu verachten mit, sag jetzt mal Siedler oder, wie heißen die Dinger, Industriegigant oder die ganzen anderen Bausimulatoren. Es ist schon etwas anspruchsvoll hier gestaltet und alles sehr anspruchsvoll, was ist das hier, ach, da fehlt ein Lehrer. Alles sehr anspruchsvoll detailliert dargestellt. Ne? Hier sieht man die ganzen Steine und den ganzen Holz und den ganzen Eisengedöns. Hier an der Kohle ist das sogar kein Eisen. Eisen haben wir hier ein bisschen was hier in der Mitte. Zeig's euch mal. Ne? Hier haben wir Holz. Also Brennholz und Holz gemixt. Ne? Hier haben wir das Eisen drin und hier haben wir dann die ganzen Steine hier vom Steinbruch. Das ist übrigens 99% ausgelastet. Haben ein Ersatzlager, mehr als genug mittlerweile. So, Verkäufe. 10. Was machen wir denn da? Da muss unbedingt noch was passieren hier im Bergwerk. Mit diesem hier. Weil sonst kommen wir nie auf unsere 700. Die Perspektiven haben wir mal gewechselt. Hier ist unser guter Kräutersammler. Ne, da. Mit Sonnenblumen und schieß mich tot, Pilzen und ach, keine Ahnung, was der da alles züchtet. Ja, die Fischerhütten, die sind auch fleißig dabei. Hört's da? Hier, da, die Fischerhütten. Ne? Da schmeißt er die Angel aus, als hätte er nie was anderes im Leben gemacht. Ja, hier ist das Krankenhaus, wie gesagt, noch immer noch kein Patient. Hier sterben sie mir alle Nase lang fort. Der Friedhof der Kuscheltiere, der ist voll. Ja, oh, was haben wir denn hier? Eine Jägerhütte. Was produziert der mir denn? 22 Leder und 840 Wildbret. So, mittlerweile hoffe ich bald, dass sich dieses Feld hier ja, lohnt. Ne? Dauert, wie gesagt, es dürfte jetzt das zweite Jahr sein. Dann könnte das funktionieren. Ich spiele übrigens auf einer Geschwindigkeit von 5. Einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Und ja. Ups, da ist mir gerade was runtergefallen. Mittleren Schwierigkeitsgrad. Und damit kann man eigentlich ganz gut leben. So, Steine haben wir erreicht. 800 Limit. Oh, komm, gehen wir auf 1000 hoch und da hat man was davon. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben Spätherbst. 1, 2, 3, 4 Häuser haben wir schon. Dann gucken wir, dass wir jetzt hier die ganzen Hütten mal etwas aufwerten. Aktuell liegen wir bei 143 Siedlern, 108 Erwachsenen, 20 Schüler, 15 Kinder, Bekleidung, da werden ja wahrscheinlich die kleinen Babys noch mit 7% da rum, das ist auch kein Problem. Gebildet 80%, also die sterben bei mir relativ blöd. Liegt aber nicht an mir, sondern eher an der, ja, sag jetzt mal, Spielweise bzw. am Spielaufbau. Lässt sich nicht vermeiden. Das Gute ist, wenn ihr im Winter, wie ihr seht, hier noch Lagermenge genug habt an Nahrungsmitteln, dann kommt ihr auch gut durch, bis sich hier so ein Obstgarten oder irgendwie, ja, ein Obstgarten sei jetzt mal gut rentiert. Die bringen ordentlich was zu essen. Ja, ich habe hier ein Nahrungsmittellimit von 8000. Das erreiche ich gerne mal ab und an. Manche Monate natürlich. Ja. Gucken wir mal, was es hier ist. Das sieht gut aus. 26% erst ausgelastet. Wir könnten hier eine Handelsroute noch bauen. Da hätte ich jetzt mal Interesse dran. Aber eine Handelsroute würde ich eher in der nächsten Folge bauen. Ihr könnt aber mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr gerne noch sehen möchtet. Was verbesserungswürdig ist, das würde mich selber mal interessieren.
Ja, weil, wie gesagt, es läuft eigentlich aktuell ganz gut. Ne? Ich habe zwei Minen. Die eine Mine, die hat noch 63% zum Rumwursteln. Und ja, was euch interessiert, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Sancto. Auf Wiederschauen.